Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part GTA 4. So, wir sind ja mal wieder bei den Taubinen, hier dem hübschen Täubchen hier. Ja, ich habe es mir anders überlegt. Ich habe ja am Ende des letzten Parts gesagt, ich wollte nach E-Mails gucken und Autos für Brucey und Stevie besorgen. Aber jetzt habe ich mir es doch anders überlegt. Aber vielleicht machen wir am Ende des Parts das trotzdem noch. Also ich habe am ja nach vor dem Speichern im letzten Part habe ich noch mal nachgeguckt. Für Brucey sind noch Autos übrig und gucken vielleicht nach den Tauben direkt anfangen und im nächsten Part dann auch noch weitermachen mit Autos sammeln. Ah, ihr habt ja, habe im Autofahren ja auch wieder kräftig Gas gegeben und kein Blatt vor den Mund genommen, wollte ich gerade sagen, aber das ist nicht so ganz das, was ich sagen wollte. Nein, viel mehr wollte ich sagen. Wo war diese Taube da jetzt eigentlich noch gleich? Bin mir da gerade gar nicht mehr so sicher. Na, auf jeden Fall, ich habe für meine wieder ordentlich Gas gegeben und keine Rücksicht auf Verluste genommen. So, irgendwo war dieses Täubchen hier. Ich weiß es doch. Ah, da drüben hockt sie doch. Wunderprächtig. Gleich mal Täubchen rausnehmen. Meine Stimme, hoffe ich mal, dass sie die Aufnahme durchhält hier. Die hört sich vielleicht ein bisschen anders an als normal. Aber denke, ist zu verkraften. So, ich muss mal kurz gucken, wo ich bin. Ganz kurz. Ach, da vorne. Honkers. Da ist auch irgendwo eine Taube. Ah, ich sehe sie schon. Da auf diesem Vordach. So, du kannst mich mal gerne haben. Gerne fahre ich dich auch über den Haufen, wenn du es nicht anders willst. So, jetzt brauche ich aber wieder eine Markierung. Das waren schon drei Tauben. Heute in der Tat auch mal ein paar mehr Tauben. Und ich glaube, eben hat man es richtig gehört mit meiner Stimme. Meinem grazielen Stimmchen. Möchte die Navigation jetzt mal so machen, wie ich das möchte? Danke. Ja, da muss ich so ein bisschen gegen die Richtung auf die Autobahn fahren, weil ich nämlich keinen Bock habe, drum herum zu fahren. Ja! Super, und ich bin auch noch dran vorbeigefahren. Ist das nicht perfekt? Sorry. Und nochmal drüber, ne? Weil's gerade Spaß macht. Was ist das da eigentlich hier? Müllcontainer oder was? Altkleidersammlung. So, da sind wir. Da haben wir nämlich hier bei diesen Containern. War das hier? Nee. Oder doch? Hä? Moment. Irgendwo hier? Ach, noch ein Stückchen weiter. Hier. Bei diesen Containern. So, ich drehe dann auch gleich schon mal um. Damit wir richtig rum die Straße wieder runterfahren können. Mal gucken, ob ich das Täubchen. Na, das treffe ich natürlich von hier aus nicht. So, lass die Tür gleich offen. Wir werden uns nicht lange hier aufhalten. Taube weg und ab ins Auto zurück. So, ich markiere mir dann jetzt direkt hier die Stelle. Fahre aber hier so ein bisschen drumherum, weil da nämlich noch eine Taube ist auf dem Weg. So, was ist mit dem LKW-Fahrer? Der hat auf einmal Angst gekriegt, weil ich geschossen habe. Und da hat er gedacht, ich trete mal auf die Bremse und bleibe direkt neben dem schießwütigen Idioten einfach mal so stehen. Ja, warum auch nicht? Würde ich ja genauso machen. Wenn neben mir einer ballert, würde ich da auch erstmal. Wobei, ich weiß gar nicht, was ich machen würde. Vielleicht würde ich auch vor Schreck umfallen. Ich weiß nicht, das hat mir bisher noch keiner direkt neben meinem Ohr angefangen mit einer Waffe rumzuballern. Gut, hat schon mal hin. Ich war schon mal auf dem Schießstand im Schützenverein. An der Luftgewehre, die direkt neben mir losgeballert. Aber naja, es ist ein Luftgewehr, ne? Da hörst du mal kurz Blub, ne? Das ist wie ein feuchter Furz. Mehr hörst du da nicht.
So, und ich hoffe mal, dass die mich jetzt nicht sehen. Bitte nicht. Nein, 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 nein. Danke. Oh, der Feuerwehrwagen hat mich gerettet. Das muss man merken. Da ist ein Feuerwehr-Department. FDLC. Fire Department Liberty City. Wobei, man braucht es ja gar nicht. Feuerwehrmissionen und so gibt es ja hier gar nicht. So, ihr seht das Täubchen doch schon, oder? Jawohl. Alter, würdest du bitte diese Knarre nehmen? Danke. Kostet weniger Munition. So, ja. Das waren jetzt dann schon insgesamt 6 Tauben. Und die nächste ist genau hier. Da. Gucken, ob wir die gescheit finden. Warte, ob wir da jetzt nicht nochmal suchen müssen. Weil ihr kennt mich ja, ich suche die Tauben vorher, ja. Und dann, wenn ich sie dann in der Aufnahme mache, muss ich doch nochmal genauer suchen. Okay, aber die finde ich. Die haben wir ja schon mal während einer Mission gesehen, dass wir die angenommen haben für Derek Mercury. Und jetzt die Bullen hier nochmal, wo sie gerade da sind, ne? Machen sehr gerne. Hier haben wir eine Taube. So. Warum ist da irgendjemand aus dem Auto zieht, hau ich ab. Alter, zu wie viel tocken die da im Auto? Okay. Weil ich wohl gebremst habe, haben sie gedacht, lassen wir denen mal davon kommen. War ja nicht so schlimm, ist ja nur ein bisschen eine Beule. Können wir mal kurz drüber polieren und dann ist das auch schon wieder gegessen. So, hier muss ich leider aussteigen. So, eine andere Knarre brauche ich auch. Weil das Täubchen ist nicht so leicht zu treffen mit der Pistole. Dann nehmen wir halt hier mal so eine dicke Wumme. So, Sternchen gibt's nicht, das ist nice. Moment mal. Ich habe 67, 98, 70, 71, 72, 74. Und richtig, die 66 habe ich natürlich auch. Gut, dann fehlt jetzt wirklich nur noch die 73, die hier verordnet ist. Und dann haben wir hier noch ein Internetcafé. Dann könnten wir eigentlich vorher noch im Internet für Kaffee vorbeischauen und das Auto, den Autojob für Pussy annehmen. Wo wir gerade da sind, ne? Und dann auf dem Weg schmeißen wir noch die Taube über den Haufen. Mit Mülleimer oder so. Ach, guck mal, da ist ein Typ an der. Meine Güte. Ich glaube, der sitzt auch lieber, dass er steht. Warum stellen die dem hier keinen Stuhl hin? Web. Mail checken. Ne, komm her. Francis McQuarrie, die vom Wege abgekommen sind. Was haben wir denn? Nico, vielleicht hast du schon gehört. Ich habe vor kurzem meinen Bruder Derek verloren. Meine furchtbare Familientragödie. Als ob. Ich denke ständig, dass es mir ähnlich wie ihm ergangen wäre, wenn ich einen anderen Weg gewählt hätte. Die Welt ist voll mit Menschen wie mir, die aufrecht stehen und den geraden Weg gehen. Und Menschen wie meinem Bruder, die den Weg des Verbrechens wählen. Naja, du bist ja auch nicht besser, ne? Naja, viel. Wenn du Infos über die trübseligen und Verdorbenen da draußen brauchst, geh doch mal auf Liberty City Police.com Database HTML. Okay. Ach du Schande, was ist das? Okay, interessant. Ah ja, das ist also hier Fitzgerald Jim Dwayne Forge, den kennen wir doch. Age 35. Mal gucken. Lawrence Little, ne? Den haben wir ja im letzten Part, oder im vorletzten, wann war das? Vorletzter Part war das, glaube ich. Da haben wir ihn ja platt machen dürfen. Weil, ja, weil er es halt so wollte, ne? So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder raus. Hier zu dem Mail. Die konnten wir beantworten. Dann machen wir hier mal kurz eine Antwort. Ist
sicher einer dieser mit Bösewichten, aber wetten, dein Name ist nicht dabei. Apropos. So, du musst auf Bruces E-Mail antworten, wenn du das... Ja, klar. Ich gehe da nochmal kurz drauf. Bellic, Nico. Surname, Wordname, Age 30, Place of Birth, unbekannt. Verbindungen zu russischen westindischen Kriminellen in Burka. Criminal Record. Grand Theft Auto 2008, ah ja. Kürzlich aus Osteuropa nach Liberty City eingewandert. Scheint sich auf keine bestimmte Verbrecherorganisation festlegen zu wollen. Ja, warum sollten wir uns da auch festlegen? Was haben sie denn für zu Roman zu sagen? Vertrauter von Wladimir Glebow in Verbindung zu westindischen Kriminellen in Ost-Liberty City. Verbreitung von Glücksspiel, öffentliche Trunkenheit und Ruhestörung, kleinkrimineller Geschäftsinhaber aus Osteuropa, hochverschuldet. Besitzt einen privaten Taxidienst, der vermutlich für illegale Zwecke genutzt wird. Soll spielsüchtig sein. Ja, ich glaube, das ist... Zumindest ist er partysüchtig. So, wir gehen mal insgesamt wieder zurück und nehmen jetzt mal den Job hier an. Was soll ich holen? Motorräder, NRG 900. Alles klar, dann gehen wir raus. Ups. So, sollte markiert sein jetzt auch. Gut. Ach so, den Sentinel wollte ich mir ja eigentlich safen wieder. Also vor die Haustür stellen. Einfach weil er mir eigentlich ganz gut gefällt hier. Muss ich schon mal sagen. Habe ich zumindest jetzt beim Taubensuchen bin ich mit dem Taub da rumgefahren und fand eigentlich echt chillig mit dem Auto hier rumzufahren. So. Ah ja, genau. Hier war auch noch eine Taube. So, die machen wir mit der Pistole blatt und zwar von hier oben aus. Die ist da unten. Unterbrech dich. Viele Sterne hat es jetzt hier nie gegeben. Ja, genau. Kriege ich jetzt hier wieder Verhaftung? Alter, nein. Warum ist da die Tür abgegangen? Warum wird er... Ach so, doch. Der wird markiert. Na, egal. Gut, der Verhaftung entgehen wir aber. Wo ist denn eigentlich unser Haus? Hier auf dieser Insel? Ja. Wird uns natürlich jetzt hier gerade nicht angezeigt. Okay, dann scheißen wir halt mal gerade auf das Auto und das Sichern dieses Autos, besser gesagt. So, jetzt warten wir hier gerade mal noch auf die Bullen. Die hören bestimmt gleich auf, nach mir zu suchen. Gut. So, das ist wohl einfach nur schlecht gelaufen. Schalecht, ja. Schlecht gelaufen. Dumm gelaufen, muss man so sagen. Ja, dumm gelaufen. Hört sich besser an als schlecht gelaufen. Also, dumm gelaufen. Wie das da passiert ist mit dem verhaftet werden, da habe ich einfach nur nicht aufgepasst. Ja, weil der nämlich da auch schon ziemlich dicht dran war. Er hätte das wohl doch anders machen können, müssen, dürfen, sollen. Und ja. Ich überlege gerade, ob ich nicht doch irgendwie... Ich muss ja noch auf die andere Insel rüber. Ja, jetzt zum Beispiel. Ob ich dann nicht vielleicht an dem einen Speicherhaus vorbeikomme, könnte ich das eigentlich abstellen, das Auto. Ah, durch den Tunnel. Sind wir auch noch nicht gefahren? Doch, sind wir schon. Aber egal. Tunnel of Death haben wir hier erledigt. Sind wir mit dem LKW reingefahren. Aber insgesamt so komplett durchgefahren sind wir noch nicht. So, drücken wir uns einfach mal hier an den Wichsern vorbei. Hier den Tunnel blockieren, ja. Also ich glaube, durch den Tunnel fahren ist wirklich nicht so unendlich klug. Weil da einfach... Autsch. Und die ja auch mal irgendwann Maut kassiert. Ja, da ist halt immer relativ voll und eng und da kann man schlecht vorbeifahren und so. Okay, ich glaube, ich werde es doch lassen mit dem Auto. Also das Auto... Ja. Was genau wollte ich denn jetzt sagen? Das Auto an dem Speicherhaus abzuliefern. Weil es nämlich einfach nicht... Ja. Weil es halt einfach, ja, nicht klappen wird.
Ja, ich brauche auch nicht das Auto jetzt hier nochmal zu tauschen gegen ein gleiches Modell, weil ich werde das Auto ja eh stehen lassen. Sobald ich an dem Motorrad bin. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht irgendwie noch Verfolgungsjagd oder so machen muss mit dem Motorrad. Weil das wäre ja schon relativ blöd eigentlich. Ich glaube, meine... Meine Stimme wird immer schlechter. Alter, müsst ihr Bullen mir jetzt noch reinfahren? Unglaublich. Also sowas von unglaublich. Naja, für mich hört sich meine Stimme jetzt sehr tief an, aber ich glaube, in der Aufnahme hört sich das sowas von bescheuert an. Aber egal. Ja. So, wo ist dann das Motorrad? Das ist nicht mal weit weg. Sind wir gleich da. Ups, da. Keiner will ich dran vorbei. Oh, das war ein guter Drift. So, Hinterhof. Naja. Bullen lassen wir mal. Ah, war ja klar. So. Dann stellen wir uns jetzt mal kurz noch auf den guten drauf. So. So, ab. Motorrad, komm, nimm's. Sieht nicht schlecht aus, ne? Energie 900. Also der, ja, neueres Modell halt von der Energie 500, schätze ich mal. Oh. Was war denn das jetzt hier? Wollten, haben da, da hat doch einer auf mich geschossen, ne? Also sieht auf jeden Fall auch ganz nice aus, Energie 900. Alter. Also ich werde auf jeden Fall vorsichtig fahren. Nicht nur, weil ich es halt heil anliefern möchte, sondern weil ich einfach vom Motorrad nicht so gerne runterfallen möchte. Ja, super. Das war schon der erste Kratzer. Wobei ich da jetzt mal der erste Kratzer, den müsste man ja theoretisch schon reingehauen haben, als wir das Motorrad uns geschnappt haben, weil wir ja den Typen gerammt haben. Ne? So leicht halt. Na gut, ich denke mal, dass es insgesamt eh nicht sonderlich viel Kohle gäbe für das Motorrad hier. Aber egal. So, wollen wir doch mal gucken. Gut. The NRG 900 is in the lockup now, man. You're a fucking alpha male, man. You take what you need, and I look. Sure, Brucey. Tell me if there's something else you need. Alles klar. Weißt du was? Wir gehen jetzt gerade mal noch gucken. Gehen wir mal dein Auto. That's my car, you stupid bitch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es meins. Ha, geiler Voodoo. So, Internet-Café ist nicht weit. Ich markiere es mir trotzdem. Einfach, weil es kann. Und dann verfahren wir uns auch nicht, weil es ist hier so eine kleine Strecke. Ja, so ein bisschen um ein paar Ecken rum. Hey, den könnten wir aufbrechen hier. Einfach so. Bei dem Baum. Einfach mal eine Granate drunter legen und bumm. Und dann gehe Kohle aufsammeln und vor den Kopf flüstern. Ne? Also lohnt sich eigentlich nicht. So, mal gucken, ob Brucey noch ein Dingens für uns hat. So, komm, Nico, steh aus. Steh aus, ja, steig aus. Oh, jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Unglaublich. Ah, ja. Es sieht auf jeden Fall so aus. Sanchez. Ja, komm, die holen wir uns noch. Wo müssen wir denn hin? Mal kurz gucken. Alles klar. Auf dieser Insel hier. Machen wir die noch jetzt oder machen wir die im nächsten Part? Ich würde sagen, in der Tat, die machen wir im nächsten Part.
Und dann kann ich auch schon noch mal ein Stückchen der Strecke noch hinter mich bringen. Und obwohl es eigentlich auch wirklich nicht so weit ist, aber ich bringe noch ein Stück der Strecke hinter mich und im nächsten Part machen wir dann weiter mit dieser Sanchez hier. Also, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen.